spiele aber das, was du immer gespielt hast. I mean, ändert sich ja nichts. Und dann ist es nicht Krone. Ja, dann spiel, was du dich genutzt hast. Halt. War es Ludens oder die Andrews hier? Wahrscheinlich sogar Ludens. Gönn Damage, Bro. Magic Damage haben wir dann. Nee. Ja, schon viel Magic Damage. Ja, schon viel Magic Damage. Vielleicht ist es Leandres. Ja, ich fühle mich wohl mit der Draft, honestly. Der Wukong ist der einzige X-Faktor, aber das ist nicht etwas nicht so unplayable, honestly. Ich glaube, können wir kurz pausieren. Na klar. Na sicher. Ich muss da mal kurz was checken. Sag mal kurz schreiben. Jungle, Tech. Was musst du checken? Ob meine Aufnahme geht. Ja, sie geht actually nicht. Ja, wir covern ganz normal, wir haben jetzt keine Crazy Level 1 vorbereitet. Denk dran, Rakan kann über die gewisse Wände rüber wehen. Ja. Hm? Ich muss für Rakan Jesus aufpassen. Also ich würde unten für den Botlane Ward gehen. Wenn die jemanden angreifen, dann probably Agurin, der hat kein Flash. Botlane Ward gehen, ja. Beantworte diese Frage nicht. Ich dachte, hier irgendwie so einen Zeterrant haben und dann plötzlich sprengt es unser Internet. Sehr realistisch. FC Bayern. Danke, Karle. Ich wollte schon immer mal ein Jurist sein. Ah, ich habe jetzt nichts von Winchending. Bist du soweit, Agurin? Nee. The fuck? Ja, also dann halt was, hast du halt vielleicht die erste keine Aufnahme. Ja, gib mir nur eine Sekunde. Eine Sekunde. Ich hab's gleich. Ich bin in der Zone. Ich bin echt auf League Tunnel Vision. Mir ist alles egal. Oh, ich spiele dabei Tenacity. Wenn ich Mercs hab, ist over. Actually, Wukong kann ich mehr bekillen. Ich hasse Wukong. Wenn wir also hier gegen Wukong, also I don't mind, that's fine. Team Fights gonna be great. Okay, ja, let's get it. Alrighty, guys. Die haben auch sehr wenig Magic Damage, ne, die Gegner? Sehr wenig. Mhm. Denkt halt mit Leona Ignite ein bisschen zu warten, ne, bis die Kleins raus hat. Ja, ich achte darauf. Mit wenig meinst du viel? Ne, wieso? Die haben fast nur Physik. Ach so, genau. Ja, die haben fast nur Physik. Also was heißt, passiert? Ja, Ari macht jetzt nicht so viel Damage. Ja, Ari bis zu 3-4. Sage und Sage macht halt die Hälfte. Ich habe Single Tenacity dabei, aber die Frage ist, ob ich noch Mercs gehen sollte. Also ich gehe Tabis und ich habe auch nur Single Tenacity. Was nimmst du stattdessen? Tabis sind schon sehr gut hier, ne? Also ich muss Double Tenacity spielen gegen Sage. Ja, du for sure, ja. Also ich werde Tabis gehen. Ich dachte, du musst auch Double Tenacity spielen, oder nicht? Wenn wir den du ersten kriegst Ari-Charm, du kriegst Sejo-Ulti ins Gesicht, du kriegst Sejo-Stun, also jetzt hier an Agorin. Ja. Du kannst ja überhaupt nicht spielen, wenn du nicht Secondary Unflinching hast. Ich hab Tenacity als First, ich kann schon ausrechnen, glaube ich. Okay. Wenn wir den ersten Drake, ich meine, du weißt das besser. Ne? Wenn die Ari nicht zu fett wird, haben die echt wenig Magic Damage. Ja, also wie spielen wir für den ersten Drake und den ersten Herald? Also ich würde gerne oben anfangen, Full Clearen. Ich gehe direkt Base, ich mache 2 Camps und wenn wir dann Prios haben, können wir direkt den Dragon rushen. Sounds good. Aber das, also, die Frage ist halt, wird es ein KIT-Dragon? Was heißt KIT-Dragon? Ja, dass wir einfach alle sterben. Dann sterben. Ja. Ja, Dragon aber der Early Game ist schon sehr mit, oder? Weak, oder? Also, sie haben, ist halt ein Mountain-Drake, ne? Der ist der Tanky. Der ist der Tanky, genau, aber ich bin Shivan, ich mach den auch schnell. Aber die Frage ist halt nur, haben wir Prios und können ich wir Mut sollte mit Mitte Prio haben, ja. Können für Botlane Level 2 Prio spielen, ja. Ich kann theoretisch 5. auch für ein Early okay, TP gehen, dann krieg ich auf jeden Fall Prio. Es geht um den ersten Dragon. Ja. Ab Level 2, meine ich. Sorry. Also ich habe Mini Demeteorizer dabei. Eigentlich sollte es dann schon hinhauen. Ja, Ari könnte auch D-Mat spielen, ne, Freddy? Das stimmt, ja. Das Ding ist auch. Weil sie auf die Cannon-Waves Push kriegen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, die werden darauf tunneln, dass wir Dragon machen und genauso wie wir gegen KIT halt immer Dragon checken permanent und halt Ressourcen abgeben, damit wir Dragon nicht kriegen. Right? Mhm. Das heißt, ich könnte einfach AFK farmen. Und dann komme ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr ahead als sonst. Sogar war die Situation entsprechend, aber der erste Drache ist schon geil. Ja. Okay, let's see. Weil bloß der erste Herald ist schwerer zu fighten als der erste Drache. Das ist mein Punkt. Okay. Länger das Top-Matchup geht, desto besser wird's für Nah. Oh, ich brauche nach dem Game trinken Bier, ey. Bist du nervös, oder wie? Ja, jetzt langsam schon. Irgendwie steckt das an.
Hey, wir sind ready, es geht los. Mist, keine mit Sven gemisst heute. Buddy. Wenn die mich hier unten trappen. Agrin, denk dann, Rakan kann über die Wand wehen, ne? Was kann das? Die könnten halt wirklich was machen, ne? Also wenn ich unten für den Ward gehe, haben wir einen weniger beim Cover. Wollen wir vielleicht also einen Step nach vorne machen, mit damit wir das sehen? Aber ne. Die hat Demetalize, also die kann push holen auf Ken Waves. Bedeutet, der Dragon ist nicht so geil, ne? Ich meine, ich glaube schon, dass wir mit unserer Comp, also guck halt, wie die Lanes sind zu dem Zeitpunkt. Weil genau, würde ich auch ich machen. Ich glaube, Drakes sind schon sehr wichtig für uns mit Shyvana, damit wir den Wukong halt ausgleichen. Okay. Aber du siehst das ja dann. Also kannst ja für dich entscheiden, ob du das Gefühl hast, die Waves sind gut oder nicht. So kannst du es auch fragen. Sollen wir den Leash faken? Nee. Vorsicht, ne? Die waren oben zu zweit. Die gehen hier rein. Vielleicht ist Rakan hinter dir. Der hat gewardet. Du war auch topside. Die waren mit Ash da, ne? Kannst du den Late-Game covern? Also der hat hier reingewardet, der Raptor. Kann auch leashen. Ja, gut. Ja, also die werden sich nicht. Ich weiß, hier bis 1,28. Ich hab Q gestartet, falls sie kommt. Hörst du nichts? Ich geh jetzt. Die pullen unten anscheinend. Ja, Cedrus in Lane. Ja, die Botlane ist nicht da. Das war actually, ich glaube, Fake. Was Fake? Fake Leash unten. Ja, die haben kein Mana bei uns zumindest. Wenn du Raptor, also wenn du irgendwann zum Warden kommst, Freddy, wäre das ja geil. Also Raptoren oder so. Mhm. Ihr könnt aber auch für den Early Gang gucken, also muss ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt auf jeden Fall Push generiert und jetzt gehe ich für den Ward. Die lassen uns unten auch für free pushen. Ist ja, dran. Der hat Action Bot angefangen. Okay, der macht Full. Der Bot angefangen, Full Clear bekommen. Gut. Das heißt, wir beide Full Clear. Mhm. Ihr seid unten komplett allein, ne? Ja. Also, ihr könnt so spielen, wie ihr wollt. Der ist jetzt erst fertig. Wollen wir actually für einen Trade schauen? Und der Path nach oben, du musst actually mal ansagen, ob du... Ja, finde ich nicht schlecht. Wollte ich nicht in den dicken Wave, lass die Wave ein bisschen ausdünnen. Und dann kannst du... Aber auch bald nicht, Tolkien? Ich glaube nicht, nee, ich habe Pot eingeworfen, ich bin fein. Rakan ist im Fog. Okay, ist wieder hier. Der hat, glaube ich, hier gewordet. Für die Mann. Die Botlane pusht jetzt zurück von denen. Ich bin unten und Wukong nicht. Ja, können try. Also ich glaube, wir können den Push halten. Kurz Level 3 hinten. Braucht ihr mein Ward im Freibusch? Sonst gehe ich einfach Base. Basen. Was? Kannst basen. Okay. Willst du deine Mikrofoneinstellung fixen? Weil ich hab die okay, nicht also irgendwas ist hier komplett Fake Data, weil die hat gerade meine E gespellshieldet und ich habe mich nicht rangezogen und mein Glacial Augment war ab. Also irgendwas ist mit der Interaktion sehr, sehr komisch, by the way. Okay. Wurde gechanged, ja. Ja, das lass du aber nicht reden. Ja, das war da. Wenn ich gleich oben bin, können wir, glaube ich, fighten. Ich bin sehr low, also ich bin in die Gleichheit weiter. Okay, aber ich habe Slight Ultimate Advantage und ich glaube, Wukong muss bald Base. Okay. Oh, er geht für einen Dive. Das wäre vielleicht sehr gut für uns. Wenn ich mir genau rechts. Mitte hat Push wegen dem Metalizer. Ja, das war probieren. Mich actually, ich geh Fong. Er wird aber rausgehen, ne? Oder willst du aber pushen? Wir können die Wave nein, rauspushen. Geh Base. Ja, wir Base Mitte hat für eine Wave Push jetzt mit dem Metalizer. Ich will ein bisschen halten, ja. Vorsicht, ne? Keep in mind, der Metalizer Push, die kann also theoretisch moven, die wird wahrscheinlich bilden. Ich kann jetzt aber nochmal Full Clean, der ist übelst wie Mach ruhig. Ich muss okay. Fein oben, ne? Wenn er Lane gankt, ist okay. Okay, Brücke, dann würde ich jetzt hier auch kurz ein Base nehmen, ich habe nichts gefunden. Ja. Also, wenn wir jetzt Slow pushen, kriegen wir Dragon, guys. Rakan ist übrigens auf der Map. Rakan läuft hier so gerade aus der Map, aus der Base. Mit der TP von denen. Mit der KTP? Erstmal gecancelt. Botlane Slow pusht jetzt von uns. Ich nehme jetzt hier meinen Reset auf. Rakan kann Midlane oder Toplane sein. Ich habe vielleicht eine bessere Idee statt Dragon. Ich könnte aber die beiden Camps nehmen, Basen und dann Botside Camps nehmen. Weil die werden den Dragon erwarten. Mach was du willst, ich habe jetzt Reset. Rakan ist auf der Map. Vorsicht bitte. Hat die Ari Topside Vision, Freddy? Nein. Sollte sie nicht haben. Wenn dann close to Lane.
traue ich mich das nicht. Werd mich mal noch nicht sein, Glücki. Mitte hat aber Push gerade, ne? Ich kann den Klaus Hobuschel aufhalten, ne? Wenn du nicht hier bist, kann ich den contesten. Okay, dann bin ich da. Also Wukong muss und sein. Also, aber muss farmen eigentlich. Mitte ist missing, vielleicht Vision am Drake geholt. Wukong unten in seiner Jungle, ne? Ari kann auch unten sein, ne? Keep in mind. Hast du einen Hawk, Glücki? Ja, ich hab ich nicht. Könnt ihr Wandel hier machen? Nee, ne? Ari ist wieder Mitte. Wann? Fünf Sekunden. Okay, dann warte kurz noch, bis ich das Camp fertig habe und dann hawkst du den, also bis hierhin, okay? Ari jetzt 6. Sag, wenn du fertig bist. Die Botlane unten ist jetzt halt awkward, wenn die alle Botset sind. Ich bin auch Botset. Ari ist Mitte. Jetzt hawk mal hier in die Richtung so. Ah, die stehen aggressiver unten jetzt hier gerade. Okay, wir sind gerade Thorn, Level 4. Ja, lass dir nicht so Schwanz geben, lauf jetzt dran hier. Ja. Ich würde jetzt unten Full Prio spielen, ich bin hinter euch. Okay. Wukong ist hier? Ich fahr. Ich kann move. Okay, dann fight man nicht. Wenn du first move, fight mir. He's inting. He's inting. Der hat aber noch WR. Bist du fein, Brücki? Bist du fein? Ja, bin ich fein. Lauf durch. Wo ist denn der? Der muss da hinten sein. Ja, der ist geflasht. Können wir auf ja, der war im W drin. Man hat den. Können wir die Karte zusammennehmen? Nee, ne? I guess ich muss Base hier? Hier, der Rakan. I guess wir können nichts machen, ne? Die Wukong ist geflasht. Ja, dann nehme ich kurz meine Bets, meine Top-Side. Denk dran, dass. Die flashen mich an, die flashen mich an. Du bist tot. Wir waren flashen da, nicht geradeaus. Wenn sie Dragon machen, können wir nicht. Na, scheiße. Die haben keine Ari-Ult mehr. Ja, ist nicht gut. Na, die Dive bot mich. Wukong kein Flash. Der ist tot. What? Vielleicht. Ey. Lichus, warst du mich? Ich bin ziemlich guten Spots. Ari ist hier. Mann, die Drake? Nein, der geht in Space. Wukong war One-Hit spielen, Botlane ist auch low. Tolkien, hast du gerade Prio nach dem Wave? Ja, I guess. Wollen wir seine Topset invaden? Ich bin Level 6. Komm mal, er hat noch zwei Cookies, ja. Kenn du. Ich nächste Mal Mega bin, hab ich Ult, aber. Hat er hier einen Pinkwart hier oben? Ich kann checken. Ja, mach mal bitte. Ja, dann laufe ich da direkt rein in seine Gromp. Er hat kein Flash, du kannst nach dem Wave direkt zukommen. Ich sollte 1v1 gewinnen. Ich geh jetzt hier fighten oben, okay. Der Midlaner kann nicht wirklich kommen, der ist sehr low. Aber ich hab auch wenig Mana. Ich move auch nach oben. Aber Rakan könnte bei dir sein, Agudin. Ja, ich trap den hier. Der wird irgendwann sein Camp anfangen, ja. Wird er vielleicht nicht anfangen, sondern seine Rap auf sein Rap. Ich würde immer lame bleiben, der Typ ist komplett das wäre richtig gut für mich. Ich mach den jetzt. Ihr seht, du hast einen Mana. War der im Rap auf? Nein. Sidro, kannst du demoven, ich kann über die Wand hüpfen. Mitte ist es anscheinend B. Ich bin auch da, though. Ah, hier ist ein Ward. Ja, lass den Clean und Dragon anfangen. Wukong Mitte? Ja? Whisker? Wukong Level 6, der hat Level 6 Mitte gestärkt. Push hart. Du bist chasen kannst, ja. Wukong kommt, Level 6. Sieht sehr gut aus. Wo ist Ari? Ari ist hier. Hast du die? Ja. Gut. Nice. Cover mich wegen Wukong. Der hat aber keinen Flash. Ari könnte mitgemoved sein, ne? Lauf durch die Lane. Da kann das auch. Könnt ihr raus? Boah, ich bin so langsam. Ah, ich bin dead. Ja, der hat Wukong und benutzt. Mann! Jetzt fang ich an. Also von Base aus kann ich direkt Herald machen. Dragon machen, sorry. Ich kann mit unterlaufen. Ja. Wenn ich jetzt nicht stay, dann. Ja, ich werde resetten. Ah, ne, warte mal, das ist der Support. Okay, wir rushen hier, Herald. Drang. Ich verliere Herald. Denke ich auch, ja. Ja, die machen Herald gerade, glaube ich. Nice. That's the fine. Ari hat Ult und kann Botside sein, right? Nee, kann sie nicht. Die ist Topside gehovert. Okay. Also, wir fangen ihn direkt an. Ja, wir fangen ihn direkt an. Ich glaube, die spielen einfach voll für den Herald, ehrlich gesagt. Seju kann nach dem Herald Mitte laufen Ult werfen, ne? Hat nicht geultet gerade eben, oder? Hatte keine Mana. Nee, hatte sie nicht, ne? Richtig. Lass Vorsicht mit ein bisschen. Ari hat. Ja, Seju's Ari hat Top-Seine. Die sind immer noch am Herald dann. Die Rakan war auch da. Was machen wir nach dem Dragon? Ich warm. Okay. Und wir sollten den Dings, die fährten einfach den Herald play. Dass die Botländer nicht den ganzen Turm kriegen. Und zum Blue? Oder brauchst du den? Nee, ich brauch ihn nicht. Rakan ist immer noch. Der kriegt auch Blue gerade. Dankeschön. Ari hat auch Blue gekriegt. Denk dran, über Swap zu reden, falls die swappen wollen für. Der Push hat durch. What was the possibility?
Der Wukong hat auch bald seinen Thunderer. Da, dann sind die Fights nicht mehr so einfach. Wann hat der Flash? Der hat wieder Flash, ne? Nein. 11. Ziemlich genau 11. Die pushen ins Hardboard und haben jetzt Prey auf der Map. Wenn also swappen Pirate, Burn Mind. Ja, sieht sehr gut das Swap Timer für die Gegner aus. Seju will auch aus der Lane hier raus. Ja, er geht weg. Bin ich schon, dass die swappen. Wie reagieren Was hier? Machen wir? Hier war jemand. Bots ist halt Brücke. Ist halt unten. Ist gegen. Bakan ist hier. Warte kurz, ich glaub, die sehen. Die könnten ein Play probieren, ob also die mit der Sivir, ne? Ja. Aber wir wissen es gerade noch nicht. Ich hab da mit Tenacity und Hop, also ich sollte fein sein. Ja, gut. Aber wir haben keine Vision um Midlane rum. Edgy, Sivir wieder unten. Sivir wieder unten. Chillig, chillig. Ja, die swappen nicht. Die können aber für ein Botside-Play schauen. Ja, oder Rakan kommt mit nach oben. Die Mitte ab und gehen dann Botlane. Wollen wir auf den nächsten Midwave Mitte probieren zu contesten, actually? Ja, wir moven jetzt auf jeden Fall Mitte. Ja, ja, ich glaube auch. Das auf der nächsten, sicherste. auf der nächsten, nicht jetzt. Die machen Mitte. Wow. Ihr müsst Mitte deffen, Haben die alles benutzt? Ja. Flash Rakan Ulti, Wukong Ult. Ne, hat der Wukong geultet? Ich weiß nicht, ob der geultet hat. Aber Ult ist auch raus, auf jeden Fall. Bei Wukong bin ich mir nicht sicher. Wir können also gleich fighten, wenn sie das kein Ult haben, ne? Wenn ich da bin, dann. Mach mal hier rein, Tani. Die gehen vielleicht unten jetzt. Kannst du auf Wukong gehen? Na, Wukong besser. Jetzt, Tenacity. Wukong, hast du noch was? Na, zwei Sekunden. Ich glaube, der hat Ulti, der Wukong. Korte Runde. Ari Flash. Nicht auf Ari, wenn die Mercs hat. Ich guck mal runter, ob wir vielleicht ein Play probieren können. Ich glaube, die wird rausgehen nach der Wave, ja. Kann mit dir noch ein E werfen, ne? Auf die nächste Wave? Hat sie TP, die Ari? Ja, hat sie. Welcher Timer wie meiner? Es kann sein, dass die ja runterportet, aber. Ich würde Platin noch nehmen wollen. Ja, kannst du machen, wahrscheinlich. Botlane-Turret ist relativ gängig für dir. Okay, er ist geflasht. Lichu ist recht under-turret die ganze Zeit top. Ja, ne, wir struggeln halt gegen Wukong, weißt du. Ja, ich weiß, Aminia wird nicht ändern dieses Game. Ja, wir wollten das ja mal testen. Ist ja okay. Lichu muss Recon TPen, sie ist sonst zu fucked. Wobei ich sagen muss, der Wukong ist, glaube ich, nicht unbedingt das Problem, oder? Ich glaube, wieso? Reden wir danach drüber. Lass erst mal Scape, es ist noch lange nicht verloren. Also lass erst mal Game spielen. Aber wir reden danach drüber. Ey, Ari ist wieder Mitte. Wie machen wir unsere Lanes am besten? Digital Top TP. Ich nehme die eine Mitte Wave nach an, dann komme ich runter. Oder du gehst jetzt schon Mitte? Die werden wahrscheinlich direkt Botlane heilen, aber der Wukong hat keinen Flash und keine Ult. Ich glaube, wir sollten ihn engagen. Mhm. Ja, dann musst du noch eine Mitte nehmen, auf jeden Fall. Genau, wir sollten noch die Mitte Wave und dann können wir nach unten gehen. Okay, wir saven unser Shit für den Wukong, okay? Mhm. Die pusht hier sehr, sehr hart. Kommen. Ihr könnt defensiv zukommen, Die könnten aber auch Mitte gehen, ne? Die sind alle gerade Mitte. Er hat so aus, als würden sie die Ari abholen wollen zusammen. Der Wukong ist noch hier. Ja, wir brauchen vielleicht gehen sie dann für Mid-Herald Play, soll ich kommen? Die ist hier rüber. Auf Wukong nur, ist gut. Vielleicht sie jetzt auch schon im River? Hinter den Scheiß, okay. Ich komme. Ich krieg den Herald Unite. Wukong kann gehen. Lichu kann langsam moven zu euch. Nice. Gut, Herald denied. Wukong, ihr bleibt weiter in Mitte. Ja, Lichu kann mit der Hopper mit Ult. Ich geh runter. Good shit, well done. Lichu kann mit seinem Ult Vorsicht. Go. Lichu kann beim Map-Up sein mit Ult Vorsicht. Also, sie hat die Ari hat keine Ult. Die Base hier. Ich hab ein bisschen schon. Dragon in 50. Das Gefühl, der farmt die ganze Zeit die Grump, honestly, ja. Wie spielen wir um den Drake rum? Ich würde den fighten, wenn der Wukong so eine Scheiße baut, glaube ich, ist er immer killbar. Ich glaube auch. Außerdem ist er flashless und Argon ist gut dabei. Blade schon ready. Ich habe einen Mythic. Freddy hat seinen Mythic, sie hat noch Mercs. Oder hat sie jetzt auch im Mythic ready? Die hat auch Mythic, ja. Ich werde auch nochmal resetten, ja. Geil, Leute. Das haben wir eigentlich sehr gut verteidigt. Kannst du mit Pry oben zu uns moven oder willst du oben bleiben? Kann ich machen. Ich würde aber noch eine Wave pushen. Wir sehen gerade noch niemanden. Okay. Ich move mir durch Mitte zum Drake oder soll ja, ich durchgehen? Nee, ich lauf Mitte durch Mitte. Lass durch Mitte, ja. Lichu ist zweiter Tor. Ja, wir brauchen erst die Vision da. Ja. Ja. Wir brauchen noch eine Wave. Wir brauchen noch eine Wave Bot. Ich muss da an Bot gehen, ne? Ja. Die sind aber jetzt gerade im River, actually. Wollen wir hier direkt im River reingehen? Wir haben noch keine Wave. Ich scheine die Vision aufzubauen, ne? Ari auf der rechten Seite. Wir müssen auf jeden Fall gucken erstmal. Sind wir stark. Wir brauchen noch die Mitte Wave. Wir brauchen noch Mitte Botwave. Wir brauchen Botwave. Botwave nehmen? Ja, ne Botwave. Du musst jetzt resetten. Ich bin so 10 Sekunden vorher da.
Kannst du den Blue stehen lassen? Ich glaube nicht, dass wir Zeit für Blue haben danach noch. Die werden schon dran sein, die machen den Dragon gerade. Wenn wir jetzt gucken könnten, ich lass reinlaufen. In 10 Sekunden ich hol Freddy ab. Ich hol Freddy ab. Fokus Wukong, okay, immer noch. Mhm. Ja. Komm jetzt rein, ich bin da. Wir fangen unten an, lass nach unten pullen und nach unten raus. Kommt nach unten, kommt alle nach unten. Da unten raus. Stray Kitten für Rage. Ja. Das ist okay, nehmen wir den Flip. Go Wu. Kann Flash auf bekommen? Da kann er sonst. Könnt ihr da Kahn töten? Ich mir gerne. In Pit. Ihr könnt das gewinnen. Einfach Sejo noch und dann raus. Oh mein Gott. Guckst du dir? That's okay. Oh, geil! Oh, nice. Schöner Stein. Mit. Das war ein schöner Stein, danke. Ja, hab okay. Ich schöner Stein. Ja, das war geil, war geil. Wir haben auch die Dragon bekommen, also ist alles gut. Es war ein sehr geiles Smite, Dagorin. Herald ist ab, der nächste. Wir können nicht contesten. Hat Sejo's war jetzt perfekt, actually. Ja, die Sejo hat die werde ich so lieben. Ganz kurz. Gut. Wir kriegen vielleicht Bot-Tier 1 auch. Denke ich auch. Sie werden mich reingeflasht und die sind alle rausgeflasht. Sie sind rausgeflasht. Meistens rausgeflasht, ja. Jungle hat jetzt wieder. Hat die Adi auch geflasht? Nee, ich glaube, die ist rausgeultet wieder. Ich glaube auch. Ging noch First Third Guess. Nice, schön. Kann aber auch einen guten Flanker müssen. Ey, ja, nächstes Objective für den Herald, oder? Ich muss mich aber dahin fahren. Den können wir wohl nicht fighten, den Herald, hat Argel gemacht. Also jetzt gerade nicht, aber wenn sie ihn nicht rushen, was sie gerade nicht tun, können wir dann nach den Resets können wir das schon machen. Sind wir mit den Lane-Setups so fein? 1-3-1? Ja. Sejo hat safe Form mit TP für den Herald, Guys. Sie hat Ionids und Cosmic. 100% TP ich nicht. Willst du den dann einfach, also wir können ihn nicht fighten, also wir müssen ihn fighten. Ich kann auch jetzt hochmoven, aber das ist die einzige Buff, der ich kann. Ich hätte jetzt Timing, aber Kani nicht, also... Ich hab gerade alle meine Wurst runter. Da. Okay, oder? Dann... Ja. Ich hab 1 Minute, hab ich TP, sie hat schon TP. Ja, sie ist oben. Ja, das ist auch. Wir können auch weiterhin für Ressourcen spielen, wir gewinnen gerade. Sie kann rein TP, wenn sie Top-Lane macht. 15 Sekunden mein TP. Ja, wir wollen kein Top-Lane machen. Ja, nur dass ihr es wisst. Ruki, du siehst sie. Ja, er hat den Blue gerade. Ich sehe sie. Ich hab auch Cleanse. Sehr gut. Warte noch auf den Mittelweil. Ich komme da direkt mit zu, actually. Ja. Die werden hier eventuell auch Wards haben. Dann muss auch haben sie. Könnt ihr bitte aggressiver annehmen? Ja. Oder warte kurz. Nee, kann ich nicht. Pass auf. Ari ist hier irgendwo. Jetzt kannst du wahrscheinlich. Die ist noch miss. Die könnten für dich hier gehen auch. Nee. Ari ist oben. Die werden wahrscheinlich mit Tier 1 brechen wollen, ne? Wir können hochrotieren, Guys. Lass auf die nächste Wave. Nächste Wave, dann hochrotieren. Genau, ja. Also wir wollen auf der Wave vielleicht ein Top-Lane-Play probieren. Okay? Ich geb den hier runter, Tolkien. Vielleicht kannst du weiter pushen. Mhm. Nach der Wave rotieren wir hoch. Look at this shit. He's inting. Wenn er immer noch da steht, ist er tot. Okay, nach der Wave. So rein da. Move hoch. Wenn er hier irgendwo ist, einfach rein. Ja, du kannst wahrscheinlich jetzt schon shuffeln oder so, wenn du. Ah, ich bin ein super schlechter Arrow. Pass auf. So, wir gehen wieder zurück, Mitte. Ich würde hier kurz schon noch hier noch. Ja, du kannst. Vorsicht, Ari kann ja immer rüberkommen. Hier ist Nord. Ja, wir müssen wieder Mitte. Wir müssen wieder Mitte Wave nehmen. Aber ist gut, so spielen wir das gut. Nach dem Mid-Wave können wir wieder engagieren für den Hund. Jack, 2 Minuten ist. Sebi hat Webbuff genommen. Ne? Arin-Tame. Muss raus. Ja, aber ich hab den geschafft. Shot Damage. Lass doch Mitte into Top jetzt spielen. Guys, Seju kann Mitte auf was vor sich, ne? Vom Bot-Side. Leute, nicht mehr dann. Mitte into Top schnell. Nur, dass er nicht mehr geht. Bevor der resettet. Wir diven die, Ari. Komm hoch. Sebi hat den Anschein, als würde sie runtermoven. Mhm. Okay. Wir kriegen jetzt durch, ja. Okay, wir haben nur und. Okay, dann. Ja, beide DP, ich bin nicht mehr. Ist in Wukong, Wukong da kann hier. Wukong da ja, kann hier. Wir kriegen den Turret. Genau. Könnt ihr danach sofort raus? Ne? Ich geh danach resetten. Ich bin nicht engagebar. Okay. Wenn ich sie wieder zurückgehe. Zurück, Mitte. Ich würde gerne resetten. Ja. Kann ich auch? Ja, ich geh auch resetten. Lass alle resetten. Ja, mach ich auch gleich. Ich stompe Sejo immer härter, ne? Also ich. Das sehr gut, Leute. Ich würde jetzt einfach Fulkin anspielen mit direkt für Dragon, okay? Der Sivir Flash ist bis dato wieder. Ja, alle haben Flash wieder. Ja, genau. Es ist komplett reset jetzt wieder. Ich nehme die nächste noch, push die nächste noch. Kannst du resetten noch, ja. Fertig. Okay, also gehe ich jetzt Top-Wave? Ja. Mhm, ich gehe runter. Dann nehme ich Rap-Buff auf Grün oder schaffst du ihn noch rechtzeitig? Du kannst ihn nehmen. Rakan schon, wenn, Rakan aber jetzt schon rüber. Nur, wenn Rakan, du auch im Fight dann bist, okay? Rakan, Wukong, Sivir, wir haben jetzt schon Prio, ne? Ihr müsst mit Freddy moven. Wir können theoretisch auch langsam spielen am Drag und Tolkien oben machen lassen, ich ne? Viel Best. Okay. Horsebike noch. Gut. Ich werde jetzt actually die Division nehmen können schon mal, oder? Und nochmal Base. Ich glaube nicht, dass es. Ich will jetzt nicht wieder so spät dran sein. Deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Nash spawnt jetzt. Die haben auch noch Herald, um irgendwo Pressure zu erzeugen. Musst du hoffen, die werden wahrscheinlich Mitte Heralden, ne? Keep in mind. Lass Mitte Push hier holen.
Haben wir ein Blue Trinket für den Nash, just in case? Nein, ich kann eins draufsetzen. Einfach. Aber Hogger ist in 20. Okay, Cedro ist Mitte, Cedro ist Mitte, Cedro ist Mitte. Die haben wir noch Herald. Ja. Was ich gut oder soll ich pushen? Die holen jetzt Mitte Wave. Dann push ich weiter. Aber ich kann rein tippen. Lass die Languste nehmen, ja. Lass die Languste holen. Cedro muss nach oben. Cedro muss nach oben. Doch, wir können die nehmen. Dann langsam, dann langsam. Kannst du die einfach machen? Ich treib die hier zu dir. Wollt ihr Turret traden, wenn die den wollen? Okay, einfach raus erstmal. Ich würde sagen, ja. Ich kann auch rein tippen. Also, ich glaube, traden ist nicht bad. Ja, ja, lass die Gate traden. Lass traden. Okay, dann halten wir Mitte, ja? Ja, du kannst Bot gehen, du kannst Bot gehen. Ja, eins können wir nicht halten, gell? Geh Bot den halten. Ja, ist er tot? Wir können danach auch hier raus. Wir pushen Mitte, gehen Nash, wir gehen Nash. Also, wir können Azir TP'en, wir können Azir. Ne, Azir pusht hier 2, wir faken die hier nach zum Nash hoch und dann kriegen wir Nash. Nein. Dann kriegen wir Nash wirklich. Nein, dann kriegen wir Nash. Wir können, actually, wir müssen zurück Mitte jetzt. Du Chinke des Geos. Ich hab auch TP für dich, Freddy. Ja, wir kriegen die Camps aber und Tier 2. Also ist alles das gut jetzt. Das ist nicht wirklich ab. Wukong kann auch unten sein. Die haben noch keine Vision. Nach okay, dem Midwave können wir weiter in Nash forcen. Wir können weiter in Nash forcen. Guck mal, der Spot in Space. Kannst du canceln? Lass die Vision nehmen und dann wieder Nash forcen. Die kriegen nie wieder Vision. Jetzt können nee, wir. Die haben noch eine Midwave noch. Die Midwave. Wait, können wir den hier nicht legit anfangen? Ja, Brück kann Midwave hätten. Wir fangen an. Ihr sagt, wir würden dich TP'en sollen, ne? Ja, du pushst noch eine Midwave, dann kannst du TP'en. Eine Botwave, meinst du? Ja, naja, so. Ja, wir haben uns jetzt gespottet. Mach weiter, bis wir den Wukong sehen. Bin jetzt kannst du hier irgendwie rein? Okay, wir sehen Wukong. Raus. Ich pushe? Ja, hat Ari gepusht? Wir pushen Botlane. Nein. Nichts passiert. Okay, okay, dann gehe ich resetten hier aber, ne? Ich würde auch resetten. Dann folgt ihn jetzt Bot? Ja, sure. Ja. Ich bin so OP gegen Cedro, also ich kann Progress machen. Gerade sind nicht gepanickt, aber mal ein guter Versuch. Ja. Ja, wir müssen jetzt einfach. Wir haben jetzt sehr viele Ressourcen in Tolkien, der kann auf jeden Fall Progress machen. Gegen jeden von denen. Rücken wird auch sehr, sehr stark langsam. Wir brauchen wahrscheinlich einen Hawk jetzt gleich da drauf, ne? Ja, ja, kommt. Der Wave kommt. Oben, glaube ich, gerade ein bisschen anfällig. Der könnte den Play auf dich top machen, ohne wir deffen können. Kriegst du auch gegen Deep Prior? Und auch Turrets, oder nicht? Progress maybe härter, aber ich mache auf jeden Fall Prior. Wir brauchen halt Vision am Nash, ne? Glaub nicht, dass sie so stark ist. Nee, jetzt gerade nicht. Wir brauchen noch Mitte Wave erstmal. Wir sollten mich shadowen, honestly, gemeinsam. Ich hab TP für dich. Wir könnten dran sein, ne? Okay. Ich sehe den nicht. Jetzt. Ich will es mit, da unten. Die gucken für ein Play. Einen Play. Okay, die gucken gerade für ein Play. Die können auf. In der Mitte, die gucken in der Mitte Tolkien für ein Play. Ich glaube, du kannst Botlane pushen. Ja, ich muss warten, bis sie sich zeigen. Ist nicht müssen gut. Wir trotzdem respekten. Wir müssen eigentlich auf beiden Seiten respekten. Warte noch, bis ich mal Top-F zeigt. Das ist alles gut. Yes. Ja, fertig. Rein Mitte. Ari missing. Wir können mit reingehen, maybe. Lass es zu Freddy. Lass es zu Freddy. Die werden Play auf Freddy machen. Und. Bakan. Pass auf mit Ari und Tolkien, ne? Was fährt? Wir haben sie gesehen, Ich komme. Ah, oh, schade. Oh, close. Ich glaube, ich trotzdem nicht zu schwer, wir sollten die Vision hinnehmen. Die Ari kommt. Den Dieb, ja. Raus, wenn ihr könnt. Kommen wir raus. Die gehen rein. Ja, ich bin fein. Wenn sie nochmal nach vorne geht? Ich muss resetten wahrscheinlich. Oh, die gehen nochmal? Ich muss resetten. Ich glaube, Wukong ist geflasht und Ari ist geflasht, ne? Die gehen vielleicht für Nash. Garkan ist auch geflasht. Die gehen vielleicht für Nash. Die können nicht nashen. Oh, Wukong. Ich muss kurz resetten. Fuck, ich hab schon. Der hat oben seinen Clown raus. Komm, Kani. Du kannst ihn, glaube ich, sogar. Ich tippe ihn an. Komm, ich hab mega nach. So ein Nice. Wir können jetzt nashen. Was mit Ari? Nee, lass Nash posten. Die Dueling at Base. Ja, lass Nash posten. Okay, hinter das Wort. Tippi früh. Ich bin schon tippiert. Ich werde gecancelt, maybe, actually, jetzt. Ich werde gecancelt. Go Nash trotzdem. Kannst du laufen? Ari war sehr low. Die waren alle low. Ich kann laufen. Aaron 5. Wir müssen wahrscheinlich auf die Sivir turnen, wenn die gleich anläuft. Ich hab nichts zu turnen. Kannst du die schaffen? Denk mal zu Joanne, die tippiert. Ich bin 10 HP. Bin hinter denen? Lass auf Tolkien warten. Hitze mal weiter, Druki, safe. Hitze safe weiter. Ich kann nicht. Ja, also ich bin gleich hinter dir, aber ich hab Minina. Was wir mit im Pit? Im Pit weiterhitten. Wir sind wahrscheinlich alle tot. Ich bin raus. Ist fein. Könnt ihr raus einfach? Ich hab noch eine E hier. Einfach raus, wenn ihr könnt. Ich glaube, wir müssen weggehen, right? My bad, sorry.
Schade, hätte Action Game sein können, wenn wir das cleaner spielen. Was ist fein. Wir sind immer noch gut dabei, wir haben Nash bekommen. Ich glaube, ich muss aber Cornelis dann canceln, sobald ich gecancelt werde. Ich nehme aber Bot Turret und das ist es. Ja, das stimmt. Wir können den Nash sogar noch, den Drake sogar fighten noch. Oder wollte ich eigentlich den Nash ohne Form? Actually, ich kann jetzt stacken. Ich bin pretty late, so, aber ich glaube, wir sind alle late. Ich glaube, ich push aber Toplane durch und dann haben wir Kontrolle wieder. Okay. Könnt ihr mit Nash auf Algorithm für den Tier 1 Mitte spielen und ich gehe einfach Botlane pressuren? Ich glaube ja. Wir haben ja noch Nash, actually. Also ich mache gegen Sejuani, nehme ich den Turret. Ich habe jetzt schon die Hälfte der HP bekommen. Ja. Die ist auch TP, ist allein unten. Die Ahri hat Mages jetzt. Also wenn die einmal killen, verliert die super viel. Dann lass auf der Midwave einfach alle zusammen Mitte sein. Kann ich so. Ah, da ist der Mitte. Scheiß auf den Jungle. Wir haben unsere ganzen Camps, ja? Ah, diese Wave maybe contesten, ja? Kann noch eine Wave da sein und nach Bot rotieren. Ah, die Wave ist schon gone, ne? Yep. Ja, dann Toplane rotieren. Aber wir chillen einfach nur und spielen einfach für Mid Tower langfristig. Können wir hier? So oft, die können uns engagen, ne? Wir haben halt keine Waves gerade, ne? Das ist schon sehr awkward. Gut, dann können wir ein bisschen chillen. Topside Camps vielleicht? Nein. Kannst du, glaube ich. Also auf den nächsten Mid Tower würde ich schon wieder mit Siegen. Yes. Aber wir brauchen wahrscheinlich Tolkien. Ich hab Tracker Pressure. Ja, lass mich einfach kurz pressuren. Wobei, er pressuret gerade. Ich hab keinen Nash. Die clear gerade. Kein TP. Oh, schade. Also, wir müssen ja nicht engagen, ne? Wir können aber auch einfach drauflaufen auf sie, oder nicht? Ja. Aber wir outrangen die doch. Aber jetzt ist das super scary für sie. So. Okay. Die kannst du, also wenn die Ahri oben ist, kannst du auch da engagen, aber die ist wieder unten. Lass mich kurz pushen, Guys. Sie haben keine Info gerade. Ich würd Golems nehmen und Basen für Warte, nein. Ich hab noch Nash, wir pushen weiter. Noch Nash für eine Minute. Wie synchronisieren wir Waves? Kann hier slow pushen, und wenn ihr... kurz noch warten, ja. Ah, ich könnte okay, wieder kommen, jetzt, jetzt ist drin. Das heißt, okay. Keiner ist da, keiner ist unten. Alle sind bei uns. Du kannst unten pressuren. Ich hab Pusher? Ja, wir können gar nicht. Mitte ist einfach null Progress. Wir trauen uns aber auch einfach nicht gegen die Sevier Reds. Also sie ist zu stark, I guess. Ja, ohne Flash komme ich nicht auf sie drauf. Okay, dann wir müssen ihn auflösen. Ich muss hoch. Oh, das Game wird sehr hart, ne, so. Nice. Wenn die Firma stallen. Ja, wenn wie gewinnen wir das Game? Hat jemand eine Idee? Einfach nächstes, wir spielen nicht Nash, ich bin nur Stipush. Nächster Objective. Wir können auch Teamfights für sure gewinnen. Wie? Also, ich brauche eine Idee. Ich flank einfach später. Ich habe permanent Pressure gegen beide. Wir können auch mit Azir flanken. Also ein Flank auf Sivir, das fühlt ihr? Das gewinnt uns das Game? Ja, why not? Gut. Dann lass uns spielen. Noch TP? Bin da. Ich kann nicht TP, Aha. Push einfach Botlane durch. Was war das denn für eine komische Option? Das ist der Bug, wenn du stirbst, während du die Ult kaufst. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Hat die Ahri gerade geultet? Ja, die Ahri hat geultet. Ich glaube, ich kann die killen. Pass auf, wir sind alle hinter dir. Wenn du einfach rauskommst, ist gut. Ja, ich bin die hat geultet, du musst drücken. Was? Ihr könnt Mitte pushen. Ja, ist actually noch bad. Die können hier oben nicht stehen. Ich kann die wahrscheinlich nochmal canceln. Ich brauch noch 50 Gold für Void Stuff, ja. Vielleicht auch direkt den Turret hitten, weil die waren oben. Oh nein, die ist schon da. Ah, sie wird. Nee, sie wird schon da. Können wir vielleicht. Ah, kann man. Ah, ist was hier ist ein Ward, da ist ein Ward. Die kann hovern, aber sie ist ja. Ich würde da nochmal basen für Ward. Ich hab 2k Gold. Ich würde nochmal basen. Jetzt Anduins gehe. Ich kann sogar noch Fimbo Winter Call. Ich gehe Renduins. Auch, ja. Willst du nicht über Wits End gehen und einfach Ahri matchen, wenn wir die nicht so matchen können, so wirklich? Ich gehe jetzt so oder so mit als nächstes, aber ich gehe jetzt auch Renduins. Okay. Zwei Minuten für beide Objectives, ne? Ja, ich würde einfach Drake solo und wenn ihr Nash tanzen könntet oder so. Also, wenn wir können, einfach threaten, right? Die spawnen relativ zeitgleich, nach 10 Sekunden. Fast. Also, ich glaube, unser Nash war nicht so schnell. Ja, ich habe mehr Items, ne? Also, ich denke, wir haben einen guten Nash. Ich auch, okay. Ja. Ja, gut. Mal Metawave an. Da können wir für Nash Vision gehen direkt. Ahri Spot. Kann sein, dass der Wukong bei ihr ist, ne? Ich mach das die ganze Zeit, dass der Wukong neben mir steht. Wir sollten Top Prior holen gerade. Die Ahri moved. Ja, wenn Wukong hier ist, kann ich halt tot hin, ne? Also ich bluffe gerade. Dangerous hier. Ahri kann kompletten Weg moven, ich hab. Soll ich mal Botlane havern oder Brücke kann. Ich brauch noch ein Base nochmal für Wards. Ich brauch noch ein Base nochmal. Ja, dann geh fit. Wenn er into mich spielt für Drake, right?
Gleich, wie wär's, wenn ich dich habe, wenn ich dich habere unten? Und dann flanken wir zusammen? Ich bin den Nash machen. I think I'm okay, caught, guys. Ja, ist okay, ist nicht so schlimm. Lass das Play auf die Ari. Die werden naschen. Die Leute, die werden naschen. 40 Sekunden. Ja, die werden so oder so naschen. Ich glaube, wenn wir ein Play auf Ari machen, ist vielleicht wieder gut. Okay. Die Web ist gone, bevor du da bist. Ja, kannst du die Lob machen? Die Ari. Also, die chumpt mich auch ganz schön. Ich hab mir gerne jetzt. Mensch, das ist ewig cool noch. Kannst du sie ulten? Ja, wenn du sie flashst, ist sie tot. Nein, sie gibt direkt Jumps. Die machen jetzt Nash? Ich hab sie, glaube ich. Noch was hast du? Ich kann da hinterherkommen. Wir können den nicht zu zweit stallen, ne? Nee. Die TP nach unten, though. Die TP, vielleicht könnt ihr jetzt stallen. Würde ja. Ich den Turret nehmen? Ja, wenn du es kannst. Gehen wir dafür, noch. Freddy? Also, ihr könnt dafür stallen, ja. Kann ich auch zum Nash kommen, honestly. Einfach, das, wenn er rauskommt, das Engagement ist super gut. Der Kong hat geflasht. Ja, das Dragon ist auch ab jetzt, ne? Können wir den machen? Kannst du einfach raus? Ich kann den Dragon machen. Ich muss Dragon. Wo Kong hat geflasht? Kannst du Bot den TPen? Also, ja. Dragon rushen. Der wird gechased. Ich werde gechased. Okay, achso, okay. Ich kann wir kriegen den Dragon. Die werden Nash machen. Ich glaube, du musst Bot den Flash haben. Hier nach. Mhm. Können für Inner traden. Du brauchst mich überhaupt nicht, ne? Ja, du kannst aber mitpushen. Ich glaub nicht, dass die werden Nash bekommen, ja. Können wir die nochmal? Aber die haben doch alles raus. Ich glaube, wir können es Ari ist jetzt mit TP dort. Die Silvia hat keine Ult. Wo Kong hat auch keinen Flash. Nein. Ich bin tot. Ja, aber in 10 Sekunden hat sie TP. Der ist schon gone. Die haben noch Rakan Ult. Es ist gone, Rudi. Lass mitpushen. Ihr könnt vielleicht mit dir zwei einen Bob hier reinnehmen, aber Ari lebt jetzt wieder. Anyway. Guck auf den Pico noch hinter uns, was Ari TP angeht, I guess. Ich muss hier raus, Anna. Der Trade ist nicht mal so bad. Also, ich glaube, wir sind fallen, wenn sie jetzt damit nicht das Game beenden. Ja, wir müssen aber raus, die werden uns probieren zu flanken. Wukong hat keinen Flash. Ja, Base. Unser kompletter Jungle ist ab, Topside ist ein Wave. Kann ich die Bot-Seite nehmen? Kannst alles nehmen, ja. Auch nichts. Irgendwer muss Top auch farmen, Brücke vielleicht? Ja. Ich hab Prozent, ich werde einfach weiter splitten, I think, I guess. Die werden jetzt forcen mit der Sivir, glaube ich. Ich weiß nicht so recht, was wir dagegen machen, aber... Wir können auch ja, diese, also... Wir können auch vielleicht können wir einfach All-In auf CV probieren. Die sind schon hier, aber die Wave sind gebufft. Also wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, wir verlieren Teamfights, ne? Wogen ist schon sehr broken gerade. Aber wenn die uns reinlaufen, können wir... Wogen ist doch gar kein Problem, so. Wogen ist nicht mehr das Problem, ne? Nee. Wir müssen einfach mal Zugriff auf CV kriegen und die Tools dafür haben wir eigentlich auch, also... Die sind unten gerade mit 2. Also wenn wir die Sivir reinschaffeln oder ulten mit Nahkrieg, dann gewinnen wir, glaube ich. Aber es 3 ist Minuten nicht mal ein Flash noch. Ich sollte eher Botlane covern, I think. Können wir Mitte noch halten? Die laufen Mitte gerade einfach runter. Ich kann das nicht halten. Müssen wir ihn aber geben. Ja, Mitte 2 müssen wir geben. Wir können höchstens ab Tier 3 verhalten. Ne? Ja. Kannst du dich in der Flanke verstecken vielleicht, in unserem Topside-Jungle, Freddy? Ich hab keinen. Ich bin hier ungesehen. Weil wenn die Sivir nochmal Mitte läuft, könnten wir vielleicht auch Mitte ein Flame machen. Vielleicht Bot, guys? Bot? Die ist unten. Wir geben. Wir müssen ihn geben. Aber geben? Ja, okay. Ist schon weg, ja. Nochmal so Split-Focus, Split-Pushen. Ich kann das Johnny ulten, ne? Ja, ich meine, wenn wir gucken können. Ja, mach. Ein Spellchen? Ja, ist gone. Wir können nicht mehr fighten, ne? Ohne Form. Was bitte pushen? Defend. Wollten versuchen, einen Lip abzugeben. Probably mit in Lip, no? Und dann Bot defenden. Mitte ist schon sehr low, anyway. Okay. Bot ist wichtiger als Mitte, guys. Mitte können wir wahrscheinlich nicht halten. Ich muss kurz Space. Ich hab Ari geforst. Ja, stopp. Du hast quite poke. Also, wir haben getradet. Also, wir können wieder. Fegen 4 einfach, basically. Mhm. Die ist useless, ich bin useless. Ja, die ist ziemlich low. Ich kann mithalten. Ich kann mithalten. Okay. Du hast das geholt. Nice, guys, ich glaub, das war's. Actually. Wenn ich zurücktippin, war's das, ja. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr gut. Guter Orbit, ja. Guter Orbit. Bin auch gleich, full build almost, honestly. Ich hab echt guten Damage so, ne? Ich kann glaube ich auch einfach Sejuani ulten. Wenn wir so einen Fight kriegen, ist glaube ich noch zu bad. Ja, maybe. Also ihr könnt actually auch vielleicht auf Spell zurückhalten und dann für Sejuani für sie schauen. Wollen wir 4-1 Botlane spielen? Weil wir kriegen Mitte nie Progress zu 4. Lass ja Botlane rennen. Ja, alle zusammen. Na, geht Mitte. Mhm. Guys, komm. Wir können auch jetzt schon spielen ohne Nash Weihnacht. Wir können so Prio holen, Botlane. Nash noch eine halbe Minute. Und so kriegen wir immer mit Prio. Also, oder halt Bot Prio. Die werden Top-Tier 2 spielen wollen, ne? Vielleicht können wir Sejuani trappen, vielleicht erwartet ihr nicht oder so? Wir haben jetzt keine Nash mehr in 2 Sekunden. In 1,5 Minuten spawnt die Soul, ne? Genau, darum geht's ja auch. Wir kriegen Bot Prior. Ich bin über Bot. Ich bin über Bot. Ihr müsst euch nicht zeigen. Zeigt euch mal nicht.
Die können bitte schon Hemge gegen mich, ne? Ich halte die nicht alleine auf. Wir können auch Bots heimgehen, oder? Aber wenn sie uns nicht sehen, werden die jetzt... Ja, sie respekten, sie respekten. Und wer macht Raptoren? Dann lass Mitte kollapsen. Wenn jemand Raptoren macht, ist es gut. Ah, die haben hier Vision. Egal, lass mir trotzdem Mitte Vision holen, ja. Wokong ist die volle Jungle Vision. Wokong ist das heißt, wir können hier vielleicht auf den Snipes oder so? Wenn wir nicht hier in der Tenacity. Nicht auf Tenacity. Sag ich die Pito? Es gibt keine Targets. Ich müsste noch mal, ich habe keine Wards mehr für die Objectives wenn gleich. Nur Sivir, I guess, ne? Ich geb oder Sage ist auch gut. Egal, du kannst. Wie tief werden wir jetzt? Groupen wir für den Drake? Brücke die Red Puffs ab. Ja, ich möchte echt die Topside aber nehmen. Wir geben jetzt gerade, guys, wir geben gerade einfach unsere Jungle wieder ab. Den Jungle, den wir gerade eingenommen haben. Das war so ein geiles Play, ne? Ja, ist für Infinity Edge ist gut. Okay. Nimm dir alles, was du brauchst. Ich werde resetten und groupen, I think, für den Fight, right? Du solltest Bot den TP'en. Kann ich gleich machen, aber ich warte, bis Brücke auf der Map ist. Ja. Die töten mich aber Bot, wenn ich jetzt TP'e. Natürlich, also nicht jetzt, aber also sobald du kannst. Weil wir brauchen Bot, Prio und Flank, wir brauchen Bot Prio. Ja, meint ihr nicht einfach, wir können actually front to back gewinnen? Weil ich kann nicht Bot TP. Hey, I'm really fucking strong now. Hier bin ich tot. Like, Ricky hat AI. Ich glaube schon, dass wir auch front to back covern, ne? Ich kann dich keine covern. Wir sollten noch kurz warten, bis er da ist. Hier das mal, also, das ist selber, die haben mich Botzeit gesehen, die werden nicht mit engage, ne? Vielleicht Dragon in 10 Sekunden rushen? Ja, weiß, I don't know. Wir haben noch Brücke warten müssen. Ich muss mit die Wave. Das campen. Also die cutten? Ich hab die gecuttet, ja. Das ist eine, der Plan dafür? Hin. Was ist den zweiten oder so? Also? Was? Wir können... Ja, wir sollten nicht langsam töten, actually. Vielleicht in einer Minute. Oh mein Gott, nice. Guter Damage. Boah, wir finden den Drake, I guess. Also, meiner Meinung nach... Sollten wir nie Front-to-Back spielen, sondern Nah geht immer zuerst Botlane pushen, damit jemand Botlane beantworten muss. Und dann flankieren wir die von, also die Sivir von hinten. Weil wir gewinnen doch nicht Front-to-Back, Geist. Können wir gerne spielen, aber nicht, wenn Ash noch im Base ist. Ich kann nicht Bot-TP'en. Das Problem ist halt, dass die, also wenn irgendwer splittert, die haben so krassen Hard-Engage, ne? Ja. Die machen Sivir-Ult, die machen Rakan-Flash-Ult, no? Seju. Unser Jungle ist tot, die haben keinen Rakan-Flash für den Ash. Wir möchten jetzt nicht so hart engage, wir müssen jetzt Teamfighten. Ja, wir müssen jetzt Teamfighten, ja. Wir müssen jetzt Teamfighten, honestly. Wir können nicht jetzt Top-Lane pushen oder so. Habe ich einen Flash. Ich glaube, Rakan hat uns alle raufgeflasht. Aber Rakan ist auch geflasht, ja. Honestly, ich wäre jetzt mega nervös und dann wieder Mini. Das wäre das Beste. Also, wir kriegen den Dash, ne? Meinst du? Rakan also, ich bin 10 Sekunden später als Rakan. Vor allem, wenn wir gerade nicht da sind. Wir müssen die schon sehr pokety-poken. Ich glaube, mal nach vorne hier. Ich bin einfach frech. Wir müssen die poken am Nash, okay? Ich habe auch keine Form, also selbst wenn ich da bin, bin ich nicht da. Kannst du die Top-Wave vielleicht nehmen für Paul? Ja. Lieber Crux oder Season. Ah, die gehen aber Mitte nicht engage. Dafür. Ich müsste Mitte wirklich abgeben gerade, wieder, bis ich da bin, bis ich ready bin. Ich kann bis zum Innip durchpushen, aber wir haben genug Vision, ich glaube, das reicht. Mhm. Die gehen hier mit rein? Wir können nicht fighten. Jetzt müssen wir schon mal warten. Das ist wirklich, das ist also, doch gut, ne? Ich bin nicht da, ich komme auch nicht. Ich brauche meine Form. Oh, schöner Shuffle. Du bist eine Spieß, du bist tot. Sieht ja doch! Ich komme. Das ist gewonnen. Ihr könnt enden danach. Wait, what the fuck? Ich komme noch. Wo kann der Wukong? Da kann kein Fleisch. Kill Wukong. Ja, ich mach danach. Wukong und Nah müssen weg. Ich hab noch Ghost. Wenn ihr den noch killt, könnt ihr Nashen danach. Finish es nicht. Ich geh Long Chase, ne? I guess. Kann euch die Ruhe flashen? Hast du ihn, right? Nein, er hat ihn, oder? Weiß ich nicht. Nee. Wer das öffnen soll. Könnt ihr Nashen danach direkt? Nice. Ich bin in 10 ab. Ich 30 Sekunden oder? Reicht. Ja, das reicht easy. Wir haben auch TP auf Asien. Ihr könnt actually aber sehr viel holen dort, ne? Sie könnte auch zu uns umdrehen, ne? Das bringt ja nicht. Also, was soll ich machen? I guess. Wir fängst ein bisschen früh an, oder? Wir haben Asien TP. Ist schon fein. Nein, ich bin wirklich mega nass. Zieh einfach durch. Wir schaffen es. In 10 kann ich TP. In 10 kann ich TP. Ja. Arg. Gibt's eine Welle, die hier auf mich trappt? Die killt dich doch nicht. Komm einfach zu uns. Ah, die hat die Pflanzen genommen, die ist definitiv around irgendwo. Bin nicht mehr lange mega, aber schon fein. Wenn wir das bisschen später nehmen, dass wir den länger haben für Drake? Brücke kriegt den. Für Drake? Hey, Brücke kriegt den. Lass mal nehmen und reset, bitte. Die hat hier oben wahrscheinlich irgendwo probiert sein, zu stehlen. Ne? Okay, ich hab mein Item jetzt. Ich bin 6 Items. Würde ich gern. Ari ist bei dir, Vorsicht, Agui. Ja, ich sollte fein sein. Worst case, traden wir Ult. Ja, wir traden Ult. Die wird für dich noch weiter schauen, ne? Jetzt müssen wir den Drake-Fight mit dem Nash spielen. Das ist alles, was wir jetzt brauchen. Die wird ja nochmal rüber ulten. Vielleicht Bot-Bath. Ich muss Gromp oder so nehmen.
So, jetzt können wir aber actually Side End spielen. Wir haben jetzt actually Pressure davor. Wollen wir 4-1 Bot gehen davor? Wir haben Zeit. Oh, hier ist jemand warded. Da kann man hier. Ja, lass du 4 Bot gehen, I guess. Gut. 4 Bot gehen, ich geh Mitte. Das hat gut für. Das hat auch gerade eben für. Also, die werden vielleicht Mitte pushen können, aber wir kriegen ja auch den Bot-Push. Ich werde reset in Mitte gehen, kann ich Bot gehen. Kann ich hier für gehen? Der hat hier gewartet, genau dort. Ich push die Wave dann unten zuerst. Wir haben bald wieder beides zusammen. Ah, du bist schon der ja. Wahrscheinlich auch Bot gehen. Sejual war oben, ne? Ich geb ihn eh durch. Ja, der sollte wahrscheinlich auch Bot gehen. Nein, die haben schon nicht den schwierigsten Zugriff auf mich in Mitte, das stimmt schon. Aber du hast Double Tenacity, also ich glaube, du bist Forge. Fein. Wir sind auf Vision. Egal, das. Ist auch egal. Das ist actually nicht egal, weil die zuerst Mitte sind, oder? Ich habe auch kein TP, du müsst ihr bedenken. Das ist Split. Ich habe kein TP. Was haben die für TPs? Da könnt ihr mich pushen lassen, ich bin nicht killbar. Ich geh hier rein. Ich bin nicht killbar. Ich kann Botlane durchpushen. Geil, ihr könnt defensiv hinter mir stehen. Nein! Wir bleiben hinter dir. Ja, das kam down mit, it's still all good. Ich habe gerade keine Info auf die Divi Mitte. Divi ist alleine hier. Wir sind aber die sind alle da, die sind alle da. Okay, wir können unten mit der nächsten Wave warten, okay? Oder synchronisieren wir die? Eine Minute Drake, ja, Red Buff spawn gleich. Die gehen Mitte, die gehen. Die wollen Mitte rein. Ich bin okay, die killen nur die Wave. Die sind alle Mitte da. Ja, wir haben euch schon unten nicht gewartet. Die haben Mitte aber meine Wave genommen, ich kann's nicht. Können wir auf die Sivi hier gehen, Geist? Die ist alleine dann. Ich laufe jetzt hier rein. Sidro ist auch her, ich muss sehr defensiv stehen. Kannst du noch hinten zu uns kommen? Was machst du da, Kani? Okay, wir gehen hier unten durch, würde ich sagen. Wenn du unten durchgehen, kommt ja. Super. Wir können unten benden. Kannst, wenn du die cancelst, ist Game Over. Welche Game, ja, wenn du cancelst. Ich bin noch am canceln, sind 4 Mann hier. Ich glaube, es könnte. Wir ziehen durch, guys, let's get it. Full on turrets. Nexus. Nice. Alter, das ist so cool. Let's go, team! Sehr schön! Let's go! So macht man das hier! Strich an die Wand für Game 1! Junge! Arguin, du bist so geil! Ich lutsche jetzt erstmal einen. Komm, ich komm vorbei. Ey, du hast aber. Ey, das war echt instant dieser Catch auf Wukong, ey. Holy shit. Oh, geil. Ich hab keine Ahnung, wie wir den Midnight-Fight gewonnen haben mit Azir. Also, I don't know. Ich war nicht da, what the fuck? Ohne Shyvana. Guys, könnt ihr über Damage Day gucken? Wir haben alle einfach gleich in Damage gemacht. Wir hätten weg auch gewinnen können, ziemlich sicher. Ich glaube auch, wir sollten einfach früher. Aber wir haben halt nie gefightet, weil wir immer für so Cheeses gekriegt haben über Sideline. 5 Minuten, wir treffen uns unten, ja? Vor der Tür. Ja, 5 Minuten. 5 Minuten vor der Tür, okay? Sehr gut, Leute. Good shit.